Der VfB Stuttgart in den weißen Trikots vor etwa 35.000 Zuschauern in der ersten Spielhälfte die eindeutig dominierende Mannschaft, vor allen Dingen in der Anfangsphase sehr druckvoll. Sigur Winsson zu Karl Allgöver, Torhüter Eike Immel und das 1:0 in der sechsten Minute von Andreas Müller. Das einzige Tor allerdings in der ersten Spielhälfte. Der VfB vergab weitere Chancen, Dortmund nur mit Freistößen gefährlich. Nach dem Wechsel die Dortmunder etwas offensiver und zum ersten Mal hier durch Zorc auch mal eine Chance für die Dortmunder aus dem Feld. Wie in der ersten Spielhälfte, so auch nach dem Seitenwechsel, schnell ein weiteres Tor für den VfB Stuttgart. Jürgen Klinsmann, der beste Stürmer, 2:0 in der 50. Minute. Doch dann wurde der VfB deutlich schwächer. Die Dortmunder kamen zu gleichwertigem Spiel und hatten ihrerseits Möglichkeiten. Raducanu, Simmers und in der 71. Minute das Anschlusstor. Danach der VfB mit viel Schwierigkeiten, aber in der Schlussphase dann doch mit den notwendigen Treffern. Das 3:1 durch Dirk Schlegel in der 85. Minute bedeutete schon die Entscheidung. Dann setzte Jürgen Klinsmann nach einem unglücklichen Zusammenprall des Balls mit dem Schiedsrichter das 4:1 in der 87. Minute drauf. Bayern München gegen den VfB Stuttgart, so lautet das Pokalendspiel am 3. Mai in Berlin.